Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann begleiten Sie durch dieses Spiel. Und ich bin sicher, das wird heute eine richtig interessante Partie. Jan Regensburg gegen 1. FC Köln. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Das ist die heutige Aufstellung, der Gastgeber in diesem Spiel. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie nachrücken. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Vielen Dank. Wir legen los. Anschluss Köln. Salih Özcan. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Modest. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Benedikt Gimba. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Super gemacht, gute Verteidigung. Gut. Keins. Anthony Modest. Ab, er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Benedikt Gimba. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt vielleicht die Flanke. Ball ist unterwegs. Super dazwischen gegangen. Da haben Sie den Ball wieder. Benno Schmitz. Gut. Hector. Keins. Gut. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell.
Der FC jetzt also mit der Führung im Rücken. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Aber dann machen sie doch den Fehler und verlieren den Ball. Der FC war mal in der Spitze, dann doch eher wieder in der Versenkung verschwunden. Und dann kam der Wiederaufschwung. Aber es bleibt ein ständiges Auf und Ab bei den Kölnern. Und wir müssen mal abwarten, wo es langfristig hingeht für die Geißböcke. Das ist noch nicht raus. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Der Abschluss zwar mittig, aber egal. Drin ist er trotzdem. Kurz ausgeführt. Mal gut. Anthony Modest. Jetzt hat er den Ball. Salah. Die Gelegenheit, um zu flanken. Den Ball hat er. Hector. Keins. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Salih Özcan. Ja, klasse Pass. Gut. Modest. Klasse Chance jetzt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Steve Breitkreuz. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Benedikt Gimba. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt geht's hier weiter. Ruhiger Spielaufbau. Wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Ein guter Doppelpass. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Jetzt können sie flanken. Sie gehen dazwischen. Skiri. Keins. Setzt sich da schön durch. Kein guter Pass. Weg ist der Ball.
Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das muss er besser lösen. Und jetzt kommen frische Spieler. Beide Mannschaften werden auswechseln. Die Nummer 27, Anthony Modest. Neu dabei, die Nummer 9, Sebastian Andersen. Salah. Steve Breitkreuz. Ja, könnte was werden. Vielleicht der Ausgleich. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Den Ball holt er sich. Da erobert er den Ball. Starkes Tackling hier. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ball wird abgefangen. Benedikt Gimba. Er pfeift ab, da hat er den Ball mit der Hand erwischt. Muss nicht mal Absicht gewesen sein, aber Freistoß ist korrekt. Spielerwechsel beim 1. FC Köln. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 13, Marc Uth. Neu der Partie, die Nummer 18, André Duda. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Den Ball will er nicht hergeben. Salih Özkan. Klasse Pass. Riesenchance. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ja, sie können erstmal klären. Benedikt Gimba. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Gut verteidigt hier. Salih Özkan. Keins. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Aber dann doch der Fehler. Ballverlust. Ja, Niklas Beste. Kann er was draus machen? Jetzt haben sie den Ball verloren. Salih Özkan. Duda. Sebastian Andersson. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.
Jetzt müssen sie die Müdigkeit noch mal verdrängen. Die erste Hälfte der Verlängerung läuft. Salih Özcan. Hector. Keins. Und direkt zurückgespielt. Skiri. Hector. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Direkt wieder zurück. Er spielt steil. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. Zweikampf jetzt. Den Ball hat er. Benno Schmitz. Ist hier immer noch am Ball. Gut verteidigt. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit beendet und es steht weiter unentschieden. Alles noch drin. Weiter geht's. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Der erste FC Köln hier im Angriff. Aber wir sehen's. Ballverlust. Schöne Aktion. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Der Ball kommt. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Skiri. Benno Schmitz. Und in 8 Minuten ist dann auch diese Verlängerung vorbei. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Viel Zeit ist nicht mehr. Es steht weiter unentschieden. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Sie können es machen. Er versucht's. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Ja, der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir ja noch mal ganz deutlich. Die Endphase der Verlängerung ist angebrochen. Jetzt sind es noch 3 Minuten hier. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Und es gibt Abstoß.
Ganz wichtiger Treffer. Hier sehen wir ihn nochmal. Das könnte schon der Sieg sein. Den macht er gut. Schön mit dem Innenriss platziert. So, damit ist diese Partie beendet. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste verlieren also diese Begegnung. Ausschlaggebend für diese Niederlage war natürlich dieses späte Gegentor. Darauf gab es keine Antwort mehr.